Sonne, Meer und 15 Grad Celsius. Ein milder Wintertag an der türkischen Riviera. Doch in Belek fließt der Schweiß. Unter 2 Stunden dauert bei Werder Bremen derzeit keine Trainingseinheit. Werder geht als Tabellen-16. In die Rückrunde. Doch eine gute Kondition allein wird nicht reichen, um den Klassenerhalt zu sichern. Wir hoffen, dass jeder Charakter zeigt natürlich und natürlich ehrgeizig. Und ich bin fest überzeugt, selbst die Spieler, die sind unzufrieden mit der Situation. Wo stehen wir momentan in Tabellensituation, meine ich. Und die Kräfte haben wir genug, diese Situation zu verbessern. Bremen will ohne weitere Verstärkung ins Rennen um den Klassenerhalt gehen. Ganz anders die Stuttgarter. Im Hotel gleich um die Ecke. Kevin Großkreuz gibt nach seinem unglücklichen Engagement in Istanbul seinen Einstand beim VfB. Ohne Spielpraxis, doch immerhin mit Erfahrung im Abstiegskampf. Vor einem Jahr stand er mit Dortmund ebenfalls ganz unten. Da gehört auch mal zu, dazwischen zu knallen und die Emotionen rauszulassen und alles zu geben, rennen, kämpfen. Und das gehört dazu zum Abstiegskampf und dabei noch Fußball spielen. Und dafür werden wir alles geben. In dieser Saison ohne Abstiegssorgen kann der Hamburger SV sich auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Und doch arbeitet Trainer Labbadia akribisch, um das Positionsspiel seines Teams zu optimieren. Denn die Hamburger empfangen zum Rückrundenstart gleich Bayern München. Im Moment ist es wichtig, jedes Training voll ernst zu nehmen, voll Gas zu geben und vor allen Dingen auch die Testspiele. Da erstmal weiterentwickeln, da erstmal Selbstvertrauen holen und auch Mechanismen einstudieren. Und wenn der 22. kommt und Bayern vor der Tür steht, dann werden wir schon, glaube ich, gewappnet sein. An Belek knüpfen sich also die unterschiedlichsten Hoffnungen für die Rückrunde, die in 2 Wochen beginnt. Es wird spannend, welches Team am fittesten aus der Türkei zurückkehrt.